Aber was ich mir auf jeden Fall jetzt kaufen werde, sind Game Passes und zwar im Wert von 5000 Robux. Hi Leute, willkommen zu einer anderen Folge. Heute spielen wir Speed Champions und ja, mal keine Ninja Legends. Ich dachte mal, spielen wir mal den Simulator von meinem Freund, weil ja, mein Freund hat einen Simulator ausgebracht, diesen hier. Und ich dachte mir mal, okay, dann zocke ich den ganzen Mal. Und ich habe den auch schon tatsächlich ein bisschen gespielt. Ich bin jetzt Level 122 und es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ich habe auch im Spiel hier viele von euch getroffen und habe einfach mal gefragt, Leute, soll ich mal hiervon ein Video machen? Und alle meinten einfach, ja. Deshalb, in dem Spiel hier geht es einfach darum, rumzulaufen. Auf jeden Fall auf ziemlich cooler Ebene rumzulaufen. Man kann nämlich Pets bekommen. Man kann hier diese Rampen benutzen, durch die Ringe springen und dann halt im Level aufsteigen und sowas. Da kann man hier auf den Sell-Knopf drücken und das Ganze auch verkaufen. Ich bin jetzt hier in der Level 100er Welt. Hier kann man ab Level 100 rein, Leute. Und hier kann man sich dann auch eben im neuen Shop was kaufen. Aber es gibt dann noch den alten Shop. Ich habe das Spiel mal in der Beschreibung verlinkt, falls ihr es auch spielen wollt. So, Leute. Auf jeden Fall geht es halt darum, man holt sich Schuhe. Man holt sich auch hier Energy Drinks. Und zwar Energy Drinks ist quasi der Rucksack. Und die Schuhe ist halt quasi, sag ich mal, die Schwerter in Ninja Legends. Und Energy Drinks ist, sag ich mal, das Belt. Und der Rang ist halt der Rang. Und ich bin gerade hier der maximale Rang in der normalen Welt. Und ab Level 100 kann man eben in die Icy Town. Und da gibt es halt den neuen Shop, wo es dann auch wieder neue Schuhe gibt. Und neue Energy Drinks. Und natürlich auch neue Ränge. Und für den Rang spare ich jetzt gerade. Und ich brauche 25,7 QD. Das Spiel hat gestern ein Update rausgebracht. Und es gibt jetzt Cases und das können wir direkt mal öffnen. Unwrap und okay, hier kriegen wir, das sieht ziemlich nice aus, Leute. Mal schauen, was wir hier bekommen. Wir kriegen 200.000 Cash, ist jetzt nicht so wirklich viel. Für mich zumindest, aber für den Start des Games ist es ziemlich cool. Ich glaube, die kriegt man jeden Tag irgendwie. Und das Spiel macht auf jeden Fall eine ziemlich Menge Spaß. Und ja, wir werden in dieser Folge Zucker Robux ausgeben, Leute. Und was auch das allerheftigste dieser Folge ist, ich habe meinen eigenen Code. Und ja, wie ihr den einlöst, ist ganz einfach. Und zwar drückt ihr einfach hier auf dieses Twitter-Zeichen. Und dann gebt ihr hier ein Sub wie Subscribe, Leute. Außerdem abonniert gerne den Kanal hier. Abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, falls ihr das könnt. Würde mich sehr unterstützen. Könnt ihr gerne machen, Leute. Kostenlos, komplett kostenlos. Sub to JojoCraft HP. Das ist mein Name. In Englisch heißt HP HP. Und ja, das ist mein Name. Dann drückt ihr einfach auf Redeem. Zack. Und hier im Chat steht dann Zack. Code has been redeemed. Das heißt, der Code hat funktioniert. Und was bekommen wir dadurch? Genau, wir bekommen einfach mein eigenes Pet, Leute. Und ja, für den Anfang ist das natürlich sehr nice. Ich werde mal kurz hier die Pets, die ich hier schon habe, eins werde ich mal anequippen und dann werde ich mein Pet equippen. Es ist natürlich jetzt nicht das allerbeste Pet, aber es ist für den Start ziemlich, ziemlich gut. Und ja, Leute, da ist mein eigenes Pet. Ich habe mein eigenes Pet in einem Spiel, was sehr, sehr erfolgreich ist. So Leute, jetzt fragen sich die Leute, wie habe ich diesen Code bekommen? Ich habe eben gesagt, der Entwickler dieses Spiels ist mein Freund. Und das schon seit ziemlich längerer Zeit. Es ist hier, Spiel hier Leute, Speed Champions ist von dem Team hier. Und von dem Team ist der Owner der Isaiah Blocks. Das ist mein Freund, schon seit etwas längerem. Er hat auch noch andere Spiele, wie zum Beispiel Reaper Simulator oder Champion Simulator. Kennt ihr vielleicht. In seiner Gruppe habe ich auch den YouTuber-Rang. Hier steht außerdem ein Code, den können wir direkt mal benutzen. Und wenn wir gerade schon bei Gruppen sind, Leute, ihr könnt auch gerne meiner Gruppe beitreten. Das ist in der Beschreibung verlinkt, kostenlos könnt ihr hier beitreten, falls ihr einen Roblox-Account habt. Und falls ihr ein paar Robux habt, könnt ihr gerne mal in den Store vorbeischauen und euch hier ein Shirt holen. Oder vielleicht auch zwei und eine Hose. Und falls euch hier dieses Donate Big oder das Donate Shirt holt, kriegt ihr sogar die Donator oder die Donator Big Rolle. Würde mich sehr unterstützen, falls ihr hier beitretet oder auch euch was im Shop kauft. Auf jeden Fall danke dafür. So, eigentlich sollte ich hier im Chat den Tag YouTuber haben, aber wenn ich hier was schreibe, habe ich keinen Tag. Das muss ich dem netten Isaiah noch sagen, dass er das fixen soll. Aber ja, auf jeden Fall, ich war noch nie hier in der Level 150er Lava Town und da will ich auf jeden Fall diese Folge irgendwie mal hinkommen. Und ich sehe ja schon dieses Cookie-Eck und das kostet einfach 700 Robux, Leute. Ich habe aber gehört, dass die Pets da drin jetzt nicht so ultimativ krass sind. Deshalb werde ich es mir erstmal nicht kaufen. Aber was ich mir auf jeden Fall jetzt kaufen werde, sind Game Passes. Und zwar im Wert von 5000 Robux. Und ja, das tun wir direkt jetzt mal. Leute, dafür dachte ich mir mal, gehen wir mal hier auf die Seite, gehen mal hier in den Store rein und schauen mal, was haben wir denn hier für Game Passes. Wir haben 2x Steps, wir haben 2x Gems, wir haben 2x Coins, wir haben Triple Hedge, wir haben Infinity Pets. Au, dass man unendlich Pets equippen kann, das ist schon ziemlich nice. Zweifache Races, zweifacher Running Speed, 3 Pets mehr Equipment, 1 Pet mehr Equipment, Infinity Steps, also ein unendlicher Rucksack, zweifache XP,
Unlimited Levels, dass man unendlich leveln kann. Anscheinend gibt es eine Levelgrenze. Unlock All Curses brauche ich jetzt nicht. Und Faster Steps. So, was sind jetzt hier die meistverkauftesten Game Pässe? Also, der meistverkaufteste Game Pass ist zweifach Steps. Ne, Triple H ist der meistverkaufteste. Okay, das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an, Leute. Das holen wir uns direkt mal. Geben wir einfach 300 Robux aus. Zack, das Ding haben wir schon mal gekauft. Dann gibt es noch den Infinity Steps. Das ist der mit Abstand meistverkaufteste, Leute. 900 Robux holen wir uns auch beim gekauft, Leute. Jetzt haben wir schon 1200 Robux ausgegeben. Und ja, dann noch zweifache Steps für 900 Robux kaufen wir uns auch. Und es tut gerade weh, aber ja, Leute, ich unterstütze das Ding einfach mal und ich gebe euch damit eine coole Aufnahme. Das heißt, dass ich hier euch eine coole Aufnahme geben kann und warum denn auch nicht? Faster Steps hört sich ganz gut an, Leute. 500 Sales der Luck Game Pass, Leute, den hole ich mir mal nicht. Habt ihr Bock, Leute, dass ich mal mit diesen Infinity Pets Equip Game Pass hole? Das heißt, man kann unendlich Pets ausrüsten. Habt ihr da mal Bock drauf? Wenn ja, dann lasst mal ein Like da. Ich sag mal so, wenn wir die 1500 Likes knacken, dann kaufe ich mir vielleicht. Aber nur wirklich vielleicht, Leute. Wenn wir die 1500 Likes knacken, dann kaufe ich mir vielleicht. Aber Leute, schaffen wir die 1500 Likes? Ich weiß, das ist sehr, sehr viel. Aber vielleicht schaffen wir es ja irgendwann in der Zukunft. Oder mal schauen, weil das sind 7000 Robux, Leute. Das ist echt nicht wenig. Und deshalb setze ich mal das Ziel ziemlich hoch an. Aber ja, Leute, wir haben auf jeden Fall ein paar Robux zur Verfügung und davon werden wir uns auf jeden Fall jetzt mal hier, zweifach Running Speed ist gar nicht so nice, weil ich renne eh schon schnell genug. Wir werden uns jetzt noch Faster Steps holen, Leute. Was bringt das? Wir lesen uns das Ganze mal durch. Okay, wir kriegen einfach Steps schneller, das heißt, wenn wir laufen, kriegen wir hier schneller diese Dinger da. Das ist auch ziemlich gut. Holen wir uns das Ganze einfach, bam, dann haben wir das auch schon gekauft. Leute, und dann würde ich auch gerne noch, drei Pets mehr equipen, schon ziemlich teuer. Dann holt man sich lieber das hier. Und das hier ist auch schon ziemlich teuer. Ich glaube, ich werde mir mal kein Pets mehr equipen holen. Weil wenn ich mir das hole, dann bringen die beiden hier absolut nichts mehr. Das heißt, ich werde jetzt hier noch zweifach Coins holen. Und dann werde ich mir noch doppelt XP holen, Leute. Und dann haben wir auch schon genug Robux ausgegeben. Das waren jetzt sagenhafte. Ich rechne es euch jetzt hier aus. Hier wird es eingeblendet sein, Leute. Das ist auf jeden Fall eine Menge. Aber ja, ich dachte mir, okay, kaufe ich mir mal. Ich werde mal gerade rejoinen. Haben wir hier schon die Game Passes? Nein, haben wir tatsächlich nicht. Weil wir haben sie ja gekauft, ohne dass wir die im Spiel gekauft haben. Wir haben sie auf der Website gekauft. Jetzt habe ich mal resettet. Haben wir die Game Passes jetzt? Immer noch nicht, Leute. Ich werde mal kurz die Lobby wechseln. So, Leute, jetzt haben wir die ganzen Game Passes. Die leuchten jetzt hier schön grün. Das ist sehr nice. Außerdem gibt es hier noch ein paar mehr Codes, die ich euch jetzt zeigen werde. Und zwar haben wir erstmal den hier, Leute. Free Charms. Und der gibt uns, was gibt er uns? Weiß ich gar nicht, was er uns gegeben hat. Ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier diesen Infinity. Und das sieht sehr schön aus. Dann haben wir noch 25.000 Likes, zack. Und was der uns gegeben hat, ist hier so ein Pad. 8 ist auf jeden Fall schon mal besser als meins. Aber das ist ja auch ein Like-Pad. Also das ist ja einer der Entwickler des Spiels. Und natürlich ist er dann besser als ich. Gibt ja durchaus Sinn. Könnt ihr auf jeden Fall auch benutzen. Und ja, dann werden wir jetzt mal die Game Passes austesten. Und zwar haben wir jetzt hier Infinity. Und wir kriegen jetzt eigentlich auch, was für Game Passes haben wir jetzt eigentlich alles? Wir haben jetzt zweifach Coins, Infinity Steps, zweifach XP, Triple Hedge, Faster Steps und das war's dann auch an der Stelle. Und ich sehe schon, oh mein Gott, das geht ja richtig schnell. Ihr seht ja, wie schnell jetzt diese Steps hier kommen. Alter, eieiei, das geht ja richtig schnell. Und guck mal, wie schnell das Level nach oben geht. Das ist ja richtig krass. Wir können auch unendlich durchlaufen, das heißt, wir haben kein Problem mehr, dass unser Backpack voll wird und wir das Ganze hier verkaufen müssen, indem wir auf den Sale-Knopf drücken. Ich frage mich gerade, was ist das da? Das ist eine sehr gute Frage. Ich will auf jeden Fall bis Level 150 leveln, damit ich auch in die Lava tauen kann. Ich hoffe, es hat euch mal gefallen, dass wir so viele Robux jetzt mal ausgegeben haben. Direkt am Anfang der Folge, direkt im ersten Part der Folge. Ich weiß nicht, ich hoffe, es hat euch gefallen, weil es hat irgendwie Spaß gemacht. Ich weiß, es sind immer noch viele Robux, aber ihr dürft auch nicht vergessen, Leute, ich bin YouTuber, ich krieg auch mehr Robux als ihr und so weiter. So, gehen wir mal zu dem Eck. Ich will mal das Triple Hedge ausprobieren. Wir haben gerade 3,33 Millionen Gems, das reicht nicht. Das heißt, wir werden hier diesen Parcours jetzt machen. So kriegt man nämlich Gems und ja, da gehen wir jetzt rein und den werden wir jetzt durchführen. Wir springen hier auf diese Rampe. Oh Gott, schaffen wir das? Ja, perfekt. Boom. So hier, zack, wupp und. Wir haben es nicht geschafft. Okay, nochmal neu. So, zack, 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 da hinten auf die Rampe. Bam, so. Dann landen wir hier auf dieser Insel zwischen. Wir landen hier zwischen und springen dann nochmal. Und hier haben wir auch schon die Winterchest. Easy, Leute, jetzt haben wir auf jeden Fall Gems, aber immer noch nicht. Hier ist irgendjemand in der Lobby drin. Okay, sehr interessant. Wir haben immer noch nicht. Okay, da schreibe ich. Yep.
Und ja, da hat einer anscheinend meinen Code erkannt. Sehr cool. Ich habe nochmal meinen Code Sub2JojoCraftHP. Ja, super Leute, das ist mein Code. Mal schauen, ob wir uns jetzt hier. Oh, wir haben sogar 4 QD. Okay, das ist sehr interessant. Verkaufen wir das Ganze mal hier. Zack, so, was schreibt der? Oder Leute, der will mir Pets geben. Man kann ja auch traden. Okay, wenn er mir Pets geben will, da sage ich natürlich nicht nein. Hybrid Ice Wolf, Hybrid. Die sind nur shiny. Der will uns Hybrids geben. Ja, ich schreibe mal. Thanks. Ich schreibe mal Dankeschön. Und die ganzen Dinger werden wir jetzt mal eben equippen. Wir werden mal die shiny Dinger anequippen, weil die Hybrids werden stärker sein. Und ja, die sind definitiv stärker. Wobei, so krass viel stärker sind sie gar nicht. Aber sie sind auf jeden Fall stärker. Das auf jeden Fall. Ich halte Shiny Frosty Recons is better too. Okay. Okay, good to know. Ich habe geschrieben, okay, gut zu wissen. So. Gehen wir jetzt mal hier in den Schuhshop rein und drücken wir auf Buy All. Kaufen uns alles durch und ja, wir haben uns ein paar mehr Schuhe gekauft. Jetzt haben wir bessere Schuhe. Jetzt können wir hier wieder rumlaufen und das mache ich mal eben und fahren auf Level 150. Und ich merke gerade, die Pets, die leuchten richtig so krass, weil das sind ja Hybrids. Ja, ziemlich nice. Kaufen wir mal das Ganze hier, zack. So, wie viel kriegen wir? Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Die Energy Drinks brauchen wir jetzt ja gar nicht mehr, weil wir haben ja jetzt genug und wir können uns eigentlich gleich den neuen Rang holen. Aber dann könnten wir schlecht in die neue 150er Area, beziehungsweise die ist nicht neu, die ist schon seit dem letzten Update da, aber ich will trotzdem da rein. Gehen wir jetzt mal zu dem Portal hier hinten, wo man ab Level 55, glaube ich, rein kann. Ne, ab Level 50, okay. Hier ist nämlich auch ein Parcours, den werden wir jetzt natürlich mal ganz schnell machen. So, einfach hier so auf diese Insel, boom, und auf diese. Zack, so, nice. 13 Millionen Gems haben wir jetzt. Ich hätte gerne noch ein paar mehr, das heißt, wir gehen jetzt zur Sandy Island. Und ja, 17 Millionen reicht auf jeden Fall aus. Gehen wir trotzdem hier noch hin und werden wir das Jump'n'Run schaffen? Ich denke schon. So, bam und zack, hoch hier, boom, easy, Leute. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall genug Gems. Wir haben jetzt 19,9 Millionen Gems. Komm, ich mache mal kurz hier die Benachrichtigung aus, dass es Rennen gibt. Ich will die 20 Millionen schaffen. Das heißt, wir gehen jetzt hier ins Starter-Race. Gehen wir da rein und das machen wir auch mal kurz. Zack, easy bei meinem Speed. Oh, ich habe gerade easy gesagt und hab verkackt. Super. So, haben wir das jetzt. Ja, perfekt, wir haben es. So, gehen wir hier wieder hin und wie heißt das Ding? Grass Curse. Okay, sehr interessant. Gehen wir hier wieder in dieses Land. Wir haben 20 Millionen Gems. Öffnen wir hiervon jetzt 3 Stück auf einmal. Das können wir jetzt, ja. Zack, 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 zack. Das sieht ziemlich nice aus. Boom. Ja, warum denn noch nicht? 3 Pets auf einmal bekommen, sieht ziemlich nice aus. Die sind allerdings schlechter als die, die ich habe. Wobei, dieser Pinguin ist gar nicht mal so schlecht. Welcher ist denn hier? Wo ist denn der Pinguin hier? Oh, das Ding ist sogar noch besser. Schauen wir mal kurz. Achso, weil der shiny ist. Okay, gut, gibt's Sinn. Ja, die Hybrids sind auf jeden Fall besser. Verkaufen wir das Ganze hier noch. Und jetzt können wir uns noch mal bessere Schuhe holen. Ne, ganz knapp nicht. Dann werde ich nochmal kurz laufen. So, Leute, holen wir uns mal hier nochmal neue Schuhe. Zack. Ja, ich glaube, es wäre besser sogar, wenn wir uns nochmal einen neuen Rang holen. Das heißt, ich muss nochmal ein bisschen selber farmen. Und schneide das dann für euch, weil dann kriegen wir auch mehr XP. Weil neuer Rang heißt neuer Multiplikator. Und den haben wir auf jeden Fall nötig, weil wir sind zwar jetzt Level 140 fast, aber es dauert Ewigkeiten, bis man ein Level macht, obwohl ich den doppelten XP-Game Pass habe. Das heißt, dass ich mir den neuen Rang erstmal holen werde und dann nochmal hier auf dieses Level hochleveln muss. Das heißt, bis gleich. So, wir haben jetzt genug Geld, um uns einen neuen Rang zu kaufen. Das machen wir direkt mal. Dann holen wir uns hier den neuen Rang. Zack, boom, bang. Jetzt sind wir wieder Level 1 und sind langsam wie sonst was. Oh Gott. Okay, sprinten wir. Okay, gut, wir haben jetzt den Infinity. Das heißt, wir können das Ganze hier verkaufen und kriegen direkt sehr, sehr viel Geld. 9 Millionen schon, das ist nice, weil jetzt können wir direkt hier hinsprinten und uns direkt hier die Schuhe kaufen und zwar einige. Ja, jetzt laufen wir hier weiter und jetzt kriegen wir auf jeden Fall genug. Okay, das geht ziemlich schnell, Leute. Ihr seht die ganze Zeit kommen Level-Ups rein da oben. Seht ihr, die Zahl springt nach oben wie sonst was. Ja, das ist doch ziemlich nice. Jetzt haben wir fast alle Schuhe schon, die es hier gibt. Die Zahl, die geht echt steil nach oben. Dann müssen wir hier wohl ein bisschen rumlaufen. Springen wir mal hier mit dem Ding. Ich zeige euch mal einen coolen Parcours. Den hat mir der Owner sogar persönlich gezeigt, als wir in einem Anruf waren. Und zwar ist das hier der. Zack. Und das macht echt schon eine Menge Spaß, wenn man hier so dann so lang springt. Also das Game macht auf jeden Fall echt Spaß. So zack, boom. Und dann kann man hier noch so fliegen.
Und ja, das ist auf jeden Fall ziemlich nice. Und wir kriegen die ganze Zeit Level-Ups. Wir sind richtig stark. Wir sind jetzt schon Level 92. Wir sind fast Level 100. Das heißt, wir können gleich in die Ice World wieder rein. Ja, das Farmen geht auf jeden Fall dezent schneller. Das habe ich auf jeden Fall bemerkt. Ja, wir sind Level 100. Das heißt, wir können jetzt hier in die Ice World und uns die weiteren Schuhe holen. Das werden wir auf jeden Fall jetzt tun. Wir sind schon mal bei diesen Schuhen hier angelangt. Wir hatten gerade noch schlechtere. Und jetzt kriegen wir auf jeden Fall ziemlich stark viel XP. Ihr seht ja, wir kriegen ein Level ab. Und auf Level 150 zu farmen, müsste jetzt gar nicht mehr so lange dauern. Also Leute, ich finde echt, dieses Spiel ist echt irgendwie ein Spiel zum Runterkommen. Ich merke eigentlich, wie müde ich gerade bin, weil ich bin halt von der Schule gekommen, heute ist Freitag. Und nach der Schule bin ich halt immer ziemlich müde. Aber ich nehme halt trotzdem meistens einfach noch ein Video für euch auf, weil ich euch natürlich auch unterhalten möchte. Wir haben Level 150 erreicht, nice. Auf jeden Fall, ich nehme eigentlich immer noch ein Video auf und ich merke halt, wie müde ich gerade bin. Aber dieses Spiel, das kann man auf jeden Fall auch spielen, wenn man müde ist oder sowas, weil man rennt halt nur rum und benutzt Ramp und es macht halt Spaß. So, das ist ja das Witzige. Es macht einfach Spaß. Öffnen wir hier nochmal ein paar Eggs. So, denn wir haben einen Triple-Öffner. Zack. Wobei, ich glaube, ich sollte mir meine. Oh, wir haben einen Hybrid bekommen. Einen Hybrid-Pinguin. Aber davon haben wir, glaube ich, schon welche. Ne, Hybrid-Pinguin. Oh mein Gott, Leute, der ist ja richtig gut. Der ist ja richtig gut. Der ist ja viel besser als ein Wolf. Zack. Nice. Ein Hybrid-Pinguin, der ist schon nice. Aber vielleicht gibt es ja in der neuen Welt ein neues Egg. Weil da können wir jetzt ja hin. Wir sind jetzt ja Level 150. Benutzen wir hier nochmal kurz hier die Rampe. Gehen hier nochmal zu dem Parcours. Beziehungsweise hier zu dem. Zu der Kiste. Zack, so. Die Winterchest einsammeln. Komm schon, komm schon, komm schon. Zack, perfekt. Da haben wir sie auch schon eingesammelt. Jetzt können wir zu der normalen Welt. Bevor wir dahin aber gehen, jetzt gucke ich nochmal kurz, wie teuer sind jetzt hier die neuen Schuhe. Kann ich mir leisten. Perfekt. Dann gehen wir jetzt hier hin in die normale Welt. Und was ich auch bemerkt habe, Leute, man kann einfach seine Geschwindigkeit auf 1% stellen und dann geht man einfach so langsam und dann kann man die Leute pranken. Und dann kann man einfach machen. Bam, und dann rennt man los. Das ist schon ziemlich witzig. So, gehen wir jetzt hier in die Lava-Welt rein. Da bin ich auf jeden Fall ziemlich gespannt. Lava-Town. Yes, rein hier und. Ja, das sieht schon echt nice aus. Hier ist ein Vulkan. Und hier ist sogar ein zweifacher Cell und ein Egg. Und hier kann man einfach sein Geld für zwei verkaufen. Und das ist sehr, sehr, sehr gut. Und Leute, hier ist einfach ein neues Egg. Und das kostet 200 Millionen Gems. So viel haben wir noch nicht. Und das. Oh Gott, das Lava-Curse, Leute, kostet einfach 200. Ja, es gibt einen Game Pass, der die alle freischaltet. Mal schauen kurz, wie teuer der ist. Unlock All Curses 400. Na, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Weil Level 200 kriege ich auch noch easy erreicht. Zwar jetzt nicht, aber es dauert auch Ewigkeiten, bis so ein Ding respawnt. Na, dann würde ich an der Stelle sagen, Leute, verkaufen wir das Ganze hier noch. Schau mal hier in den neuen Shop rein. Hier ist anscheinend wieder neue Schuhe, neue Energy Drinks und neue Ränge. Ich würde aber an der Stelle sagen, war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniert auch den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen und um mich zu unterstützen. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Die Welt hier sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Das Spiel ist auch ziemlich nice. Spielt das Spiel und wie gesagt, nutzt meinen eigenen Code, Leute. Sub to JoJoCraft HP. Leute, dann würde ich sagen, war's mit der Folge. Haut rein und ciao, Leute.